Hi und willkommen bei Audio für Blinde. Heute begebe ich mich mal auf Außendienst. Ich besuche heute nämlich mal einen anderen blinden YouTuber, nämlich den Helmut Heli Müllner. Der betreibt den Kanal Blackbox Behinderung und wir unterhalten uns ein bisschen über seine Aktivitäten, sowohl im YouTube, im Videobereich, als auch im Audio-Podcast-Bereich. So, und ich sitze jetzt da im Atelier, kann man fast sagen, vom Heli. Hallo, servus. Hallo, grüß euch. Heli, du betreibst den Kanal Blackbox Behinderung, einen YouTube-Kanal und bist nebenbei noch Betreiber von einem Audio-Podcast, zu dem kommen wir aber ein bisschen später noch. Was ist Blackbox Behinderung, beziehungsweise was ist die Intention hinter dem Kanal Blackbox Behinderung? Die Intention hinter diesem Kanal ist ganz einfach erklärt. Ich bin relativ viel unterwegs, ich unternehme sehr viel. Ich habe mir gedacht, eigentlich könnte es vielleicht interessant sein, für andere Leute zu sehen, dass man, wie du sicher bestätigen kannst, weil du bist da ja ähnlich, als blinder Mensch nicht nur daheim sitzt den ganzen Tag und Daumen dreht, sondern dass man genauso ein interessantes, erfülltes Leben führen kann. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wie machst du das am besten? YouTube ist da ein tolles Medium. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Kanal ins Leben gerufen. Mhm. Man natürlich überlegt, wie nenne ich die Geschichte. Da ist mir Blackbox Behinderung eingefallen, das hat mir gut gefallen. Und ja. Wieso gerade Blackbox? Naja, auch ein bisschen so eine Doppeldeutigkeit, blind, schwarz, nicht sehen, ja, so ein bisschen aber auch das mit Aufzeichnen im Hintergrund, ja, was passiert. Mir war es auch wichtig, dass aus meinem YouTube-Kanalnamen auch hervorgeht, worum es grundsätzlich auf den Kanal geht, dass es eben um Behinderung generell, Blindheit im Speziellen geht. Mhm. Ja. Was sind denn so die Themen, die du da so anreißt in dem Kanal? Naja, im Prinzip gibt es zwei Kategorien, kann man sagen. Einerseits, wo man mich halt sieht, unterwegs bei Ausflügen, bei alltäglichen Sachen, oft ein bisschen außergewöhnlichen Sachen, wo man sagt, hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass sowas ein Blinder auch macht. Mhm. Ja. Vor allem im Riesenrad. Nein, wir fahren mit der Achterbahn fix. Genau, so Sachen, alle möglichen Geschichten, aber auch Alltagssituationen, wo man mir erleben kann, das sind so die, das ist der eine Bereich und der andere Bereich, was mir auch wichtig ist, ein bisschen behindertenspezifische Videos, wo ich einfach alleine oder mit Interviewpartner über diverse Sachen sprich, ja, sei es jetzt wie es ist, wenn man von Geburt an blind ist, zum Thema Behinderung und dem Wort Behinderung selbst, solche Sachen halt. Wie gehst du da an die Sache heran? Weil ich kann mir denken, so krass, wie es jetzt bei mir abläuft, dass ich praktisch meinen eigenen Schnitt mache und das Ganze, so krass wird es bei dir wahrscheinlich nicht ablaufen. Nein, sag dir ganz ehrlich, für das wird mir die Zeit und die Geduld fehlen. Mhm. Ja, das wäre mir persönlich zu mühsam. Ich mache das auf zwei Art und Weisen. Einerseits habe ich eine Actionkamera, die, mit der ich entweder selber filme. Mhm. Bei der Actionkamera ist das ja ganz eine tolle Geschichte. Da kann man ruhig ein bisschen wackeln und ruckeln, die gleicht das wieder aus. Die gleicht das aus, die stabilisiert wieder. Genau, ja. Außerdem hat sie einen sehr breiten Winkel, das heißt, selbst als Blinder erwischt relativ einfach noch irgendwelche Sachen, die du filmen willst. Die zweite Geschichte ist, meine Frau filmt mit. Ah ja. Ja. Was natürlich auch sehr fein ist. Ist praktisch, ja. Ist praktisch, um gleich auf das Thema Schneiden zu kommen. Sie übernimmt da die Schneidearbeit im Nachhinein. Mhm. Ja. Macht den Cut an. Ja. Wir machen das relativ unkompliziert. Die meisten Sachen gleich direkt am Handy in einer App. Wo wir dann das halt zusammenschneiden, was ich gern drauf hätte am Video. Bleiben wir gleich beim Schneiden, jetzt kommen wir nämlich in die Audio-Kategorien. Das ist natürlich das, was Audio für Blinde ausmacht. Du bist ja auch Mitbetreiber eines Podcasts, wo du und dein Kompagnon euch in einem sehr spezifischen, sehr merkwürdig anmutenden Dialekt unterhaltet. Maria, jetzt will er das auch noch hören, wie man da redet am Podcast.
Mein Gott, nein, ist der neugierig. Ja, und zwar ist das der Podcast Share die Nix. Also wenn es interessiert, schaut es einfach mal, googelt es einfach einmal. Share die Nix, ich buchstabiere. S-C-H-E-A-R, die wie DE, nur mit einem I hinten und Nix wie die Nixe. Also Share die Nix, wo der Heli und eben sein Kompagnon zwar Kärntner Bürgermeister verkörpern und die einfach aus ihrem Pseudo-Gemeinde, Pseudo-Alltag, Nähkästchen einfach herausplaudern. Und du schneidest diesen Podcast auch selber. Wie gehst du da vor? Am Anfang habe ich das noch für meine Verhältnisse, für die war es wahrscheinlich wieder simpel, für meine Verhältnisse recht aufwendig gemacht. Ja. Ich habe mir da von Rode dieses Teil gekauft, ich glaube das heißt Rode Caster. Auf jeden Fall ein ziemliches Teil, fast so groß wie ein Laptop. Habe da zwei professionelle Studiomikrofone dazu besorgt. Darüber haben wir die Geschichte dann aufgenommen. Mittlerweile halt ist es einfacher und auch flexibler. Mhm. Und habe mir einfach so ein Funkmikrofon gekauft, in dem Fall. Beziehungsweise habe ich zwei. Das eine ist von Holyland, das Holyland Max, mhm. ja, wo du zwei Sender hast, einen Empfänger. Mhm. In die Sender selbst wäre grundsätzlich ein Speicher eingebaut, so als Backup, mhm. wenn das Sender-Dings abbricht. Ja. Das gibt es im Übrigen jetzt auch von Rode. Gibt es auch, ja. Gibt es sogar so schon sehr mehrere, gut. Also mehrere Versionen davon. Ja, ich habe jetzt vor kurzem mal einen Testbericht gelesen drüber und die klingen verdammt gut, die Dinger. Ja, ja. Ich habe mir eben das von Holyland zugelegt und den Sender einfach an ein normales Aufnahmegerät zu, ja, eben wie den Milestone oder was gerade da ist. Ja. Die Qualität ist gut. Ja. Finde ich, und das Feine daran ist, man ist einfach viel mobiler. Ja. Ja. Du kannst diesen Rode Podcaster auch mitnehmen. Du kannst ihn ja draußen auch verwenden. Ich hab mir da einen eigenen Koffer besorgt, nur ist der Koffer halt wie ein kleiner Reisekoffer, wenn du Mikrofon und das die Dinger werden schwer. Und dieses Holyland-Teil, das sieht man ja da am Dings, das ist halt sehr kompakt, das passt. Passt in jede Handtasche. Sag einmal. Ah ja. Wenn du das aufmachst. Ich beschreibe es einmal kurz für unsere blinden ZuschauerInnen, Zuhörerinnen. Das schaut aus wie ein Make-up-Köfferchen. Wie ein kleines Make-up-Köfferchen. Wie ein kleines Schminktäschchen. Ich mache es einmal auf. Und. Jetzt muss ich aufpassen. Da hinten finden sich ein paar Kabel, spiralgebunden, in so einem Seitentascherl. Genau. Und vor mir ist wahrscheinlich der Empfänger drin, das große Teil. Na schau, wenn du das mir mal gibst, dann gebe ich es dir raus, das kannst du ein bisschen schwer rausziehen. Ja. Das ist ein eigenes kleines Kästchen. Ah ja. Und das wird der Empfänger sein wahrscheinlich. Na, klapp's auf. Mal aufklappen. Okay. Ja. Ah, da geht's. Okay, gut. Genau. Aha, und da sind die Mikrofone drin. Da ist nicht nur der Empfänger drinnen, sondern auch die zwei Mikrofone. Mhm. Links und rechts die zwei Mikrofone, die Anstiegmikrofone und in der Mitte der Empfänger. Okay, also das ist ein rechteckiges, hohes Kästchen mit einem magnetischen Klappdeckel, wo die zwei Mikrofone links und rechts sind und in der Mitte ein Kastel mit einem Rädchen. Und da kann man eben die Mikrofone wahrscheinlich aussteuern damit. Der Koffer beinhaltet dann einen Haufen Kabel, eine Deadcat, Windschutzgeschichte. Genau. Und also du hast eigentlich alles dabei, bis auf das Aufnahmegerät selber. Und bist fit, um Aufnahmen zu machen. Du bist ungebunden, dass du kannst schneller mal sagen, jetzt zupfe ich mal so ein Mikrofon raus. Mach meinen Podcast in der freien Natur. Genau, und fertig ist die Geschichte. Und das war mir am wichtigsten, ohne langes Vorbereiten da schnell einmal Aufnahmen machen zu können. Ich habe ein bisschen eine Mitschuld an dem Podcast, weil mir verdankt der Podcast ja das Intro im Prinzip war. Ja, genau. Ich durfte das Intro aufnehmen. Also wenn ihr euch das anhört, Scherde nix.
ist auf jeder gängigen Podcast-Plattform zu finden. Wenn irgendwer das hurcht und der Umgangssprache nicht so mächtig ist, scher di nix heißt so viel wie scheiß di nix. Ja. Sieg's locker. Slow down. Ja. Und wer aufs Intro hört, das Intro trägt meine Handschrift. Und das Outro auch. Und das Outro natürlich auch, ja. Ja, wobei das Outro, das ist so mehr oder weniger das Intro von so einem Oberlandler im Prinzip. Ja, also, weil es passt. Jede x-beliebige Oberlandler fängt so an im Prinzip, wie dieses Outro dann klingt. Ja, und wie schneidest du das Ganze? Also die Aufnahme steht jetzt fest und wie schneidest du? Ich verwende für den Podcast ein Programm, das nennt sich Studio Recorder. Das ist ursprünglich ist dieses Programm dafür verwendet worden, habe ich mir sagen lassen, um alte Tonaufnahmen, Kassettenaufnahmen zu bearbeiten. Mhm. Ja, es gibt eine Anpassung fürs JAWS, also für den Screenreader. Es geht aber auch ohne die Anpassung sehr gut zu bedienen, muss man sagen. Das Feine an der Geschichte auch, es ist sehr simpel und intuitiv zu verwenden. Mhm. Ja, es ist fast ein bisschen so, als würdest du in einem Word-Programm arbeiten. Ah, okay. Also Sachen markieren mit Shift-Pfeiltasten, mhm. Seitenanfang, Seitenende, springst zum Anfang, zum Ende, mit Entfernen, löscht die markierten Geschichten, du springst mit der Cursor-Taste im Zehntelsekundenbereich weiter, wenn du dir gerade was anhörst, ja, Leertaste abspülen, stoppen und so weiter. Also sehr, sehr intuitiv, dadurch kann man solche Aufnahmen auch sehr schnell und einfach bearbeiten. Das ist auch das, was mir wichtig ist, weil du auch nicht ewig an so einem Ding sitzen. Und das verwende ich und das passt mir ganz gut, muss ich sagen. Ja, Mirko, fang mal an. Ja. Fangst du mal an. Ja, was soll ich denn sagen? Sag ich, ja, grüß euch. Ja, ja gut, also wir sehen hoffentlich noch sehr viel von dir, wir hören sehr viel von dir und dein Kompagnon natürlich auch. Marco und Mirko nennt sie euch im Podcast. Genau. Maria, Teufel, Teufel. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen heute hier zuzuschauen bei uns und zuzuhören unserem Nerd-Talk im Prinzip. Kann man schon ein bisschen sagen. Kann man schon ein bisschen so bezeichnen, ja. Sollte euch das gefallen haben, würden der Heli und ich natürlich uns freuen über einen Like, einen Daumen nach oben. Lasst mir ein Like da, lasst ihm ein Like da für seine Videos. Abonniert unsere beiden Kanäle, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, wenn euch kein Video mehr wie dieses entgehen sollte, dann aktiviert die Glocke. Und schaltet den Reiter um von personalisiert auf alle, denn dann entgeht euch kein Video mehr, das hier hochgeladen wird und hier neu erscheint. Schaut auch einmal beim Heli vorbei, es sind hochinteressante Sachen drauf und hört auch rein in den Scher di nix Audio Podcast. Das war's für heute von Audio für Blinde. Ciao, song, der Patrick. Und der Heli. Bis bald. Servus. Bis euch. Baba.